Dit is Predigt Nummer 12 über den Lukasbrief. Ein Redner ist Johan Dyck. Vergonnen wir hier, wie wird Jesus über das Rechten zu sein hat. Und dann rede ich auch noch von Leiders. So eine Leiders wird blind sein. En wat die wat aan nofolgen donen, am groven en leiden worden. En dan rede je ook van gouden bijm en slechte bijm. Zo'n bijm wat gouden vrucht brengen, oder zo'n bijm wat slechte vrucht brengen. En door met wel wie ons vandaar beschaften, en wou Jezus zijn leer dan te eng brengt, am kapitel 6. De Farizeeën wieren zo'n leiders, wat een baltje in hem uur houden, en ze willen over de mensen een specher uit hem uur trekken. Dat wir eine Armeeligkeit, wie's dat so eine Leider schwieren, wat in Wirklichkeit blind wären. Jesus seht einmal über diese Menschen, diese Pharisäer und die Schriftgelehrte, in Matthäus, Kapitel 23, Vers 1, sagt es so. Dann seht Jesus zu dort Volk und zu seine Jünger. Die Schriftgelehrte und Pharisäer setten ab Moses sin Stuhl. Darum horcht nur an in dort, wat sie ju seien. Aber recht ju nicht nur dort, wat sie daunen, dann sie daunen selbst nicht, wat sie lehren. Sie bingen andere Menschen schwore Lasten auf die Schultern, die schier nicht zu drehen sind, aber sie selbst wollen nicht in Finger rühren, die drehen zu helfen. Sie daunen all ihre Worte mit der Aufsicht von den Menschen gesehen zu sein. Sie merken sich ihre Stirn reimes breit in die Tollen und die Kleider lang. Biene Multit, mehen sie jeren Boven ansetten, in den fersten Platz eine Schaulen haben. Dit wie Jesus sein Wort über die Pharisäer. Und dann sag ich das wieder im 13. Vers so. Wei, ju Schriftgelehrten Pharisäer, je Heichler, je schlüten dort Himmelreich tau für Menschen, je kommen du nicht hinein und loten dein nicht hinein, die du hinein wollen. Ich glaube, dass ihr nichts schlimmeres als ein Leider, wat de mensen nicht wirklich helpen wel. Ik leef dat je hebt nog schlimmeret als een leider, wat de opgave heeft de mensen naar God te vieren, en hij staat op er zelfs en waag. Ik denk hier aan een bijspel uit mijn jugend. Als ik jong weer, tussen 12 en 15 jaar, had ik een groot verlangen God kennen te leren. Ik had een verlangen mij te begeren, aber ik wist niet wou ik kon dat eeuwige leven vingen. En onze kerk, wo wir hingingen, da ward so wat nicht gepredigt. In de Prediger schien, wo ich leib da nicht an. En dann kam dat so ram, dat ich eines Dias einmal nur ne Ovenkerk fuhr, en dat wie eine andere gemein. En da hierd ich zum ersten Mal ganz klar de Predigt von Jesus, en wo wir arm im Glauben annehmen können, en dat wir da derch können ewiges Leben haben. En dat passiert dann auch so, dat ich mich da abmürk, Jesus noten folgen. Ich had mich bekehrt. Ich had mein Leben Jesus übergeeft und ich leef dann am, dat he wirklich meine Sünden vergeben wird. Als wir dann terugkommen, hier die Prediger in unsere Gemeinde dort, wat wir gedonen hadden. En weet je, dann ward wir uitgeloomt, en wir werden klein gemerkt en verspart, dat wir sound gedonen hadden. Die Prediger seht sogar, dat bekehren kann ich gar nicht. Dat kann nicht einmal die sein, wer zu jü nu redt. In andere Wied, hij zegt, zo'n ding is bekeeren jeft het gar nicht, en hij zelfs weer nicht einmal bekeert. Dat weer voor mij een zeer grote lektion van een leider, wat zal helpen de mensen im Himmel neer te komen, wat aber zelfs im Stich stond, en die kritisiert, en die mensen uitbetert, wat het dan deiden. Ik hoop van der, dat er keine zo'n leiders zijn, als dis Prediger, wat mijn stem van der heren. Ik hoop van du een Prediger bist, dat du die grote meer merkst, diene mensen den weg om Himmel te wiesen, dat du nicht een blinger leider bist, wat de andere ook am groven nen rieten wordt. Van der go wie dan wieder, wo Jesus een Beispiel jaft, ewe zo'n leiders. Hij vergelijkt die met beim. We gonen nu in Lukas kapitel 6 wieder, en ik lees de Vers 43 bet 45. Da sagt es so, denn ein gouder Baum dreicht nicht schlechte Frucht, denn ein schlechter Baum dreicht auch nicht gouder Frucht. Jeder Baum,
es an seine Frucht zu kennen. Einer pleckt nicht Fiegen von Disteln oder Weindrüben von einem Brombeerbosch. Ein gauder Mensch wird u dort gauder in seinem Horten abgespeckert, gaudet für den Dach bringen, in ein schlechter Mensch bringt von dort schlechter in sein Hort abgespeckert, schlechtet für den Dach. Dann wo von dort Hort voll ist, redt dort mühn. Wort es ein gauder Baum? Wort es ein schlechter Baum? Dort sind Frieren, wort uns hier bei dieser Geschichte beschäftigen. Dort liegt bei die Bäum an der Saat oder an die Natur vom Baum. Wie weit ihr dort aller klar, dort ein Papelbaum oder ein Eertjebaum keine Weindrüben oder Apel bringen kann? Weil der Eertjebaum haft ne Eertjebaum Natur. Und er kann bloß dort bringen, was ein Eertjebaum bringen kann. Wie weit denn dort ein Apelbaum bringt Apel, weil er ne Apelbaum Natur haft. Was Jesus hier sage wel ist, dat wie woren door no Frucht bringen, wat wie van bennen zijn. Wann du een gouder Mensch bist, dan wirst du gouder Frucht bringen. Wann du een schlechter Mensch bist, dan wirst du schlechter Frucht bringen. Aber wat is een gouder Mensch, en wat is een schlechter Mensch? Een gouder Mensch is zo'na, wat ne goude Natur je kreien haft. En weet je, die krieg wie nicht, wann wie geboren worden. De Bibel zegt, wie woren alle in Sünd geboren, und daher habe ich eine fleischliche Natur. Eine Natur, wat immer den Arrechten weich gone will, wat lieber den weich gone will, wat ans Fleisch gefällt, und wat nicht Gott gefällt. Aber wie kennen eine gaude Natur kriegen? Dat heißt, wann wir Jesus Christus in ons Leben abnehmen, wann wir uns bekehren, weil wir ware geboren worden, dann jaft Gott uns den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist trägt in uns Leben hinein, und dadurch kriegen wir seine Natur, Gott seine Natur, durch den Heiligen Geist, und dann kann wir auch gaude Frucht bringen, weil es nun eine andere Natur in uns ist. Die Pharisäer wären schlechte Bäume. Von Büten leiten sie es, wenn sie heilige Leider schwirren. Aber von Bernen wären sie rietende Wild. Jesus red kriegt über die Frucht von so einer Pharisäer, und von so einer Leiders wird nicht wirklich sehen und wählen tun. In Matthäus 23, ich lese noch einmal, Vers 14, da sagt es so. Weil je Schriftgelehrte und Pharisäer, je Heuchler, je fretende Wetfrühes aus dem Haus, in Beten an lange Gebete fair. Darum wird jene Verdammnis so viel gerater sein. Weil je blenge Wachwieser, je seien, wann einer beim Tempel schwören wird, dort ist nichts. Aber wenn einer bei der Tempelgold schwirren tät, dann ist einer gebungen. Blinge Leider, mige sie je rüt, aber Kamele schluck je ab. Dann wäre ihn erst dat anmählich, dort ein Mensch kann gaude Frucht bringen, wann er noch immer nur seine aule, ambitierte Natur lebt. Mit dieser ambitierte Natur sind wir geboren, aber wir kennen, der wahre Geburt, nie Menschen geboren, Menschen, wat gaude Frucht bringen. Du willst nicht einmal verlesen, was die Schrift sagt, über schlechte Frucht und gaude Frucht. Wie's, wenn Jesus hier von Frucht redt, was meint er, wenn er sagt, gaude Frucht und schlechte Frucht? Im Galater Breif, Kapitel 5, habe ich dort beschrieben, was schlechte Frucht ist. Also Galater 5, 19, 21. Da sagt er so, was dort Fleisch verworfen hat, ist klar. Du hast Eierbruch, Hurerie, Anreinheit, Anbandet Leben, Aufjatterie, Sauberie, Feindschaft, Streit, Habsucht, Wut, Zank, Spaulerie, Aufgunst, Mord, Süpen und Freten, in so wat meier. Ich ha jünt dat allemal gesagt, aber ich sei dat noch einmal. Die so wat daunen, wollen in Gott sein Reck nicht in den kommen. Dort ist ein graseliges Bild von den Worten oder von der Frucht von einem schlechten Baum oder von einem schlechten Leben. Und weißt du, so ein Leben führt in jeder einer von uns, wer noch nicht wiedergeboren ist. Oh, wie daunen vielleicht nicht all diese Dinge, was hier abgeriecht sind, aber einzige von dir Dauwi, wie es wir dort nicht helfen können, wie sind so geboren. Da wäre ein Bruch wie eine neue Natur.
Dan redt die Schrift ook van gouden woorden, wat uit nie geboren het hoort komen. Dat lezen we im nächsten Vers in Galater 5, Vers 22. Denn jest seine Frucht, als Leib, Freude, Fried, Geduld, Freundlichkeit, Gottgesonnen, Glauben, Geländigkeit en Selbstbeherrschen. Jeen Sohne erst dat je saats nicht. Door habe ich dann de gouden Frucht, wat Jesus seine mocht, en jeder einen von uns. Wie gonne dann wieder, en wie lesen de Vers 46 wat 49. Worum nan je mi haar, en donen nicht, wat ek u sei? Ek woor je wiesen, met wem deite vergelijken es, de no mi chamt, en hiert wat ek sei, en dort dan ook deit. Dei es met een mens te vergelijken, de een huis bied, en dei wat op een stein grauf om den grond doorn op te leien. Als dan een hoogwater chaim, reit is stroom om huis op touw, en kon dat ober nicht bewegen, dan dat stond op een steingrund. Wer ober hiert, en dort nicht deit, dei es met een mens te vergelijken, de zijn huis ohnen grond op de eerd bied, en de stroom reit zich doorhaan, en dat huis val bald hoop, en de schoden weer groot. Dat jeft zeer veel mensen, wat Jezus haar zijn, ober ze donen während weich, wat aangeveld. Leiber Tauhira, dort wat im leven nog mal talen wordt, es op wie Jezus gehorcht han, op wie Jezus zijn wieder geheert han, en die ober ook gedonen han. Do wie wat hij zegt, oder zeer wie zo's de twee zeens, to die vorder seed, God en mienen wiengorden arbeiten. En de einer seed, ek woor dat nicht doen. Aber no her, dan pleudem dat je wessen, en dan jink ja doch. De andere seed, ek woor gonen, aber hij jink nicht. Dan stelt Jezus de vrouw, woont van de twee zeens, wie zien een vorder gehoorzaam, en deid wat hij seed. En de antwoord weer, de eerste, wanneer ook vereerst gezegd had, ek go nicht, jink ja ober doch, met dem wie de vorder tevreden, wie hij deid wat hij hem gezegd had. Do wie wat Jezus ons gezegd heeft? Vielleicht best u van der nog einer wat nee zegt, ek wil dat nicht doen. Ik hoop die was die Meinung nog ändern en dat doch doen wat Jezus zegt. Wel, wens hier mal een beetje danken even merken wat Jezus hier meint even de twee hieser. Hij zegt hier, wer meine wieder hiert in de deit, es zo als dat. In andere woord, dat is een beispiel. Die wat zijn wieder hiert in de deit, dat is dus de kloeke man wat zijn huis op een steingrund bouwt. Nu kan vielleicht de vrouw, wann dat daunen zo wichtig is, zijn dat dan nicht woordjen? En wie ha je doch immer gezegd dat je woordjen hebben nicht zeilig worden? Wo zal wie dat dan nu verstoen? Ik leef je met een klar verstoen, dat een mens, wat nog immer in zijn ambitieerden toestand is, wat zich nog nie voor Jezus entschloten heeft, die kan werkelijk maar één woord daunen, wat God je velt. Wils alle andere woorden gefallen Gott nicht, wils wie der geworden nicht nur am kommen jan, aber das ein Wort, sagt Jesus, dort schaffe ich down, und dort gefällt Gott. Und dort fangen wir in Johannes 6, 28, Gott 29, ich lese die Vers nun mal vor. Dann sehen sie da an, wat soll wie downen, um Gott seine Worten zu wirken? Jesus antwortet und sieht da an, Gott sein Wort ist dit, dat je an den je leven, den hij geschreckt hebt. Heb je dat werkelijk begrepen wat er staat? Zij willen je wat doen. Zij willen woorden doen. Wat zal wie voor woorden doen, wat die je vallen? En dan is de antwoord ganz kort en knap. Je zullen aan den je leven, den hij geschreckt hebt. Dat meint, dat woord wat God van jeder einem als het eerste woord verlangt, is dat wie aan Jezus Christus je leven in am aannemen, wils heis die Janja, wem Gott geschreckt haft, ons te raden. Nu aber wann einer dort gedonen haft, dann schamt die nächste Schritt von gaude Worten. En dort is dit, dat wie dann aus Christen, aus Kinder Gottes, auffangen dort uit te leven, wat Jesus hier in seine Lehre ons bibracht.
dat we andere mensen live bewijzen, dat we niet rechten doen, dat we goede leiders zijn wat anderen helpen den weg naar Jezus te vingen. Dat zijn alles dingen wat een kind Gottes doen zal en doen kan. Vielleicht als die dat nog helemaal niet klaar worden, dan komt dat die goede woorden verre waren je woord nog stalen zullen. Weet je, Jezus heeft voor ons den weg naar hemel betoond. Dort heb ik nooit touwdownen. Dort heb ik nooit dich ook nog met helpen. Wils wie han nooit wat God gefällt. Bloos Jezus kon ons no God brengen. Bloos zien dout on triets, riek touw, onze zinden te betonen. Onze woorden talen do nooit niet. Aber weet je, wann wie on Jezus leven, dan woor wie to nie menschen. En wann wie dan den Heiligen Geist in ons leven han, dan is dat meerlich der zine kraft, zo'n woorden te doen wordt aan je vallen. Wils die woorden zijn niet meer doortouw om ons de zeiligheid te verdienen. Nee, die woorden zijn doortouw om God te je vallen en aan te dienen. Best u van deur al in kind Gottes wat dat eerste gouden woord gedaan heeft, en dat eerste gouden woord is om Jezus te je leven en hem aan te nemen, dan wordt u een nieuw mens worden. En dan wordt het meerlijk worden dat u op Jezus zijn leer uitleven kost. Hier is aber ook een Warnung. En die Warnung is deze. Wie kennen dat woord Gottes hören? Wie kennen dort Jo sein? Aber wie doen dat nog met? Wie keren ons gewoon niet daarom, wat de Herr ons werkelijk zegt? Daar is sowieso is de mens wat zijn huis op de Erde, op den Sand bouwt. Dan komt de storm in de regen, in het hoogwater, in dat huis wordt weggereten. Wat bedient dat? Dat bedient zo'n mensen, wat den Weg nur Jezus gewist han, wat dat allemaal geheerd haben, entweder über de Church oder über de Rundfunk, oder op irgendeinen anderen Weg, en ze han innerlich gesagt, jo, dat is goud, dat is goud, aber in Wirklichkeit, ha ze dat niemals gedonen, wat Jezus sagt. Jezus sagt je, wir sollen Büße daunen, en nu aankomen, dat wir nie Menschen worden. En wann du dat wat van dir nog niet gedonen hast, dan is die je voordoor dat dien huis nog eenmaal wordt ongegaan. Dat meint dat du kost op eeuwig verloren gaan, wann du nooit met deist wat Jezus gezegd hebt. Zie niks als een mens wat Jezus zijn weder geheerd heeft, en die deed het aber niet. Zie doch zo'n wat dat aanneemt en door nu handelt. Wat is dat eerste woord wat du donen kost? Dat eerste woord is, om aan te geleven en aan te nemen. Wel we nu nog te beden. Lieve Heer, wie danken die voor diene Lia. Du hast ons klaar gezegd wat we doen moeten, om op den rechten grond te staan. Laten iedereen door aanvangen, waar alle goede woorden aanvangen moeten, en dat is in deem dat ze aan die geleven en die aannemen. Amen. Wann je nog vragen han, houden met irgendwem reden mochten, über dat wat je op dit programma geheerd han, dan schrijf doch aan Johan Dyck, Box 361, Blumenuurt, Manitoba, Canada. R0A0C0. Mijn telefoonnummer is 205-356-0523. Nog eenmaal, 205-356-0523. Ik wens je allen een goede weer. Op naar hier.